Hallo, einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. So schön ist der Tag heute eigentlich nicht gewesen. Es hat gerade in Mitteldeutschland, also wirklich in der Mitte, geregnet, wobei ich gehört habe, dass im Süden und auch im Norden das Wetter schön sein soll. Was uns hoffentlich morgen auch erwartet. Schauen wir mal. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 31. März 2016 mit der Nummer 818. Da ist ja demnach morgen der 1. April. Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie zahlt nach einem Medienbericht jährlich etwa 100 Millionen Euro an Ärzte für die Mitarbeit an umstrittenen Studien. Bei diesen Beobachtungsstudien handelt es sich größtenteils um Scheinstudien mit Patienten, die vor allem dazu dienen, den Umsatz bestimmter Medikamente zu fördern. Demnach haben allein 2014 rund 17.000 Ärzte an Anwendungsbeobachtungen teilgenommen und dafür im Schnitt 669 Euro pro Patient bekommen. Im Zeitraum 2009 bis 2014 flossen durchschnittlich etwa 100 Millionen Euro an Honoraren für die Übermittlung von Daten zu rund 1,7 Millionen Patienten. Das ist schon der Gipfel eigentlich. Die Pharma weiß, wie man es macht. Alzheimer. Ist Alzheimer tatsächlich eine unvermeidliche Alterserscheinung, wie uns allenthalben erzählt wird? Nein, sagt der Mediziner und Molekulargenetiker Niels. Es handelt sich um eine Mangelerkrankung, die lässt sich nicht medikamentös therapieren, aber vermeiden. Anhand neuester Studien belegt er, Ursachen sind zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, ungesunde Ernährung und fehlende menschliche Wärme, kurz unser heutiger Lebensstil. Eine bahnbrechende Erkenntnis, die unser Leben nachhaltig beeinflussen wird. Die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, liegt heute bei über 50%, Tendenz steigend. Eine schockierende Prognose. Seit Jahren wird uns weisgemacht, diese neue Volkskrankheit sei eine Begleiterscheinung der steigenden Lebenserwartung. Darf ich mal lachen? Hinter dieser Irreführung verbergen sich jedoch milliardenschwere Interessen, allen voran die der Pharmaindustrie. Genauso schaut's aus. Die sich zur einzig möglichen Retterin unseres angeblich unvermeidbar zugrunde gehenden Verstandes zu stilisieren. Das ist eigentlich der Gipfel der Frechheit, die Bodenlosigkeit insgesamt. Weltfinanzmarkt, Weltwirtschaft. Michael Snyder, wenn eine neue Finanzkrise beginnt, dann würden wir erwarten, dass Unternehmenspleiten aufgrund aufgenommener Schulden durch die Decke gehen. Genau dies passiert gerade. Eine Welle von Pleiten geht im Energiesektor um, aber nicht nur der Energiesektor steckt in Schwierigkeiten. Wir befinden uns in den Anfängen einer finanziellen Kernschmelze absolut epischen Ausmaßes. Derweil bekommen wir weiterhin zusätzliche Hinweise darauf, dass sich die Realwirtschaft signifikant abschwächt. Das wissen wir schon seit Jahren, das merkt ja eigentlich jeder. Wir befinden uns in der abschließenden Phase der größten Schuldenblase, welche die Welt jemals erlebt hat. Die massive Zunahme der Unternehmenspleiten ist jedenfalls ein großes Warnsignal. Alle, die darauf warten, dass die nächste Finanzkrise anfängt, können damit aufhören zu warten, denn sie läuft bereits direkt vor unseren Augen ab. Und das auch schon seit Jahren. Wie gesagt, wenn man zur Arbeit geht, um das Geld mitzubringen, dann kann man sich das alles schenken. Das ist mal Fakt. New York. Am Dienstag hielt die Präsidentin der Fed, Yellen, vom Economic Club of New York eine Rede mit dem Titel »Wirtschaftlicher Ausblick, Unsicherheit und Geldpolitik«. Alles drehte sich einmal mehr um die Frage, wann und wie oft noch die Fed in diesem Jahr den Leitzins anhebt. Yellen erklärte, dass sich der US-Arbeitsmarkt zwar weiter verbessert habe, darf ich auch wieder lachen, allerdings seien Produktion und Nettoexporte hart von der Verlangsamung des globalen Wachstums und der starken Aufwertung des US-Dollars getroffen worden. Diese Aussagen verringerten nach Einschätzung von Analysten die Wahrscheinlichkeit einer raschen Anhebung des US-Leitzinses. Der Goldpreis kletterte gestern bis Handelsschluss um 2% auf 1242 US-Dollar. Washington, Osteuropa. Die USA wollen eine komplette Panzerbrigade an die Ostflanke der NATO verlegen. In einer Mitteilung des Pentagon hieß es, dies sei eine Reaktion auf die Sorgen europäischer Alliierter angesichts einer russischen Aggression. Na, schauen wir wieder mal an, wie die russische Aggression aussieht.
Ich habe heute sogar gehört, dass Truppen unterwegs sind, die in Syrien helfen, alles wieder aufzubauen aus Russland. Das habe ich dummerweise heute mal gehört. Das europäische Kommando EUCOM erklärte, die Verlegung solle im Februar 2017 beginnen. Die Verlegung soll allein 250 Panzer umfassen, außerdem Haubitzen, Kampffahrzeuge und weitere 1700 zusätzliche Fahrzeuge. Damit hätten die VSA dann 3 Brigaden in Europa. In Frage kommen unter anderem die baltischen Staaten und Polen. Washington, Brüssel, Irak. Das Verteidigungsministerium der VSA nutzt die Terroranschläge in Brüssel, um erneut zusätzliche Truppen im Irak zu stationieren, machten Generalstabschef General Dunford und Kriegsminister Carter letzten Freitag klar. Die zusätzlichen Einheiten sollen die über 5000 im Irak stationierten Soldaten ergänzen, die heute schon die nominelle Obergrenze der Obama-Regierung von 3800 Soldaten deutlich übertreffen. Brasilien. Sollte Dilma Rousseff fallen und eine Rechtsregierung an die Macht kommen, würde dies auch außenpolitisch deutliche Veränderungen mit sich bringen. Brasilien, welches im Rahmen der Zusammenarbeit der BRICS-Gruppe auch mit Russland und China kooperiert, würde im Zuge des Regime-Changes wieder deutlich in Richtung pro-VSA umschwenken. Nicht verwunderlich, wenn Soros bei den Massenprotesten in Brasilien irgendwie die Finger im Spiel hätte. Anders ist es ja auch kaum denkbar. Brasilien-Welt. Der Schutz jener Tiere, welche unsere Pflanzen bestäuben, ist für die Biovielfalt unseres Planeten und zur Nahrungssicherstellung bedeutend. Mehr als 3/4 der bedeutendsten Agrarflächen zur Produktion von Lebensmitteln in unserer Welt sind mehr oder weniger abhängig von der Bestäubung durch Tiere. Für das Volumen oder die Qualität der Produktion in etwa 90% der Pflanzen sind für ihre Produktion ebenfalls davon abhängig. Palmyra, Syrien, Russland. Nach Teilabzug russischer Luftstreitkräfte aus Syrien hat das russische Militär in der Krisenregion gleichwohl neue Aufgaben vor sich. Jetzt ist eine erste Gruppe russischer Pioniere zur Entminung der jüngst aus den Händen des IS zurückeroberten Ruinenstadt Palmyra nach Syrien aufgebrochen. Welt Saudi-Arabien. In Kanada wurde vergangene Woche eine Klage eingereicht, um den Verkauf von leichten gepanzerten Fahrzeugen an Saudi-Arabien zu stoppen. Die Initiative ist Teil einer wachsenden internationalen Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Waffenlieferungen an die saudische Regierung wegen ihrer Kriegsverbrechen im Jemen zu stoppen. Türkei, Ukraine. Der türkische Minister für Kultur und Tourismus, Ünal, hat bekannt gegeben, dass die Türkei für dieses Jahr auf 1 Million Touristen aus der Ukraine spekuliere. Tja, den Ausfall russischer Touristen strebt Ankara über verstärkte Besuche aus der Ukraine und Iran zu kompensieren. Australien. Australiens Einwanderungsbehörde lässt sich die Flüchtlingsabschreckung viel kosten. Umgerechnet über 4,4 Millionen Franken. Mit dem Film Journey möchte die australische Regierung hauptsächlich afghanische Flüchtlinge davon abhalten, den beschwerlichen Weg nach Australien auf sich zu nehmen. So erzählt die 90-minütige Fernsehproduktion von afghanischen Migranten und ihren Begegnungen mit Schmugglern, gefährlichen Gewässern und unmenschlichen Haftbedingungen. Hainan, China. Chinesen sind begeistert für frische Luft. Nun will die Inselprovinz Hainan auch das Geschäft der Qualitätsluft machen. Auf einer internationalen Tourismusmesse wurden 300 Flaschen frische Luft aus dem Gebirge ausverkauft. Darüber habe ich schon mal schön gelächelt. Also ich weiß nicht, wie hohl manche Menschen sind. Ich weiß es wirklich langsam nicht mehr. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Das ist eigentlich was für den 1. April. Aber es ist tatsächlich wahr. Japan. Die japanische Industrieproduktion ist im Februar deutlich zurückgegangen. Dadurch steigen die Chancen, dass es im ersten Quartal 2016 zum Rückgang der Wirtschaftsleistung kommt. Dies würde bedeuten, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt in die Rezession rutscht. Moskau, Washington. Russlands Präsident Putin reist nicht zum diesjährigen nuklearen Sicherheitsgipfel nach Washington. Kreml-Sprecher Peskow nennt eine defizitäre Zusammenarbeit als Grund.
Moskau lege großen Wert auf Atomsicherheit, gehe jedoch davon aus, dass bei der Bearbeitung einschlägiger Fragen gemeinsame Anstrengungen nötig seien und die Interessen des jeweils anderen respektiert werden müssten, so Peskow. Bei den Vorbereitungen auf den Gipfel sind wir auf ein gewisses Kooperationsdefizit gestoßen. Deshalb wird sich die russische Seite heraushalten. Das russische Außenministerium hält den anstehenden Gipfel gar für unnötig. Worin der Sinn des jetzigen Gipfels bestehen könnte, verstehen wir nicht, da er spezifische Probleme behandelt, die sich eher an Atomphysiker, Geheimdienste und Techniker richten. Das sind nämlich keine Themen, die auf höchster Ebene zu besprechen sind, so Außenamtsdiplomat Ulyanov. Moskau, Russland. Wie groß die Nachfrage nach alternativen Antworten auf die derzeitige Wirtschaftskrise ist, zeigte die Zahl der Teilnehmer am Moskauer Wirtschaftsforum Mitte letzter Woche. 2000 Besucher wurden gezählt. Von Referenten und Diskutanten wurde teilweise recht scharfe Kritik an der herrschenden Klasse geübt. Diese lebe vom Volk getrennt, die Entscheidungen dieser Oberschicht zu beeinflussen oder aus den unteren Klassen in diese Oberschicht aufzusteigen, sei faktisch unmöglich. Es sei eine feudale Herrschaft entstanden. Naja. Derartige Worte hörte man zuletzt auf den Anti-Putin-Demonstrationen im Winter 2011-2012. Doch Donnerstag vergangener Woche waren sie auf dem Moskauer Wirtschaftsforum in der Arbeitsgruppe Dritte politische Kraft zu hören. Niemand widersprach. Moskau, Lettland. Das russische Energieunternehmen Gazprom wird seine Anteile in Höhe von 34% am lettischen Gasversorger Latvijas Gas verkaufen. Grund dafür ist laut Kommersant, dass Latvijas Gas in zwei unabhängige Einheiten aufgespalten wird. Eine befasst sich mit Lagerung und Transport, die andere mit dem Verkauf. Damit setzt Latvijas Gas eine Forderung des dritten Energiepakets der EU um, demzufolge Pipeline-Betreiber nicht gleichzeitig auch Lieferanten sein dürfen. Daran scheiterte zuletzt Ende 2014 das Pipeline-Projekt South Stream. Kiew. Die 80%ige Inflation der letzten 3 Jahre in der Ukraine ist Resultat der russischen Aggression, erklärte dümmlich der Minister für Sozialpolitik Rosenko, der Name sagt mir auch schon wieder vieles, am Mittwoch in Kiew. Eine weitere Ursache sei der Verlust des Industriepotenzials in den Jahren 2013 bis 2015. Der Minister sagte ferner, dass das Kabinett die sozialen Verpflichtungen in dieser Zeit nur zu 13% erfüllt hat. Riga, EU. Das lettische Außenministerium hat die Schließung der Website von Sputnik kommentiert und als Hauptgrund dafür genannt, der Generaldirektor der Agentur Kiseljow steht auf der EU-Sanktionsliste und damit verstößt auch das von ihm geleitete Nachrichtenmedium gegen die Rechtsordnung. Na klar, meine liebe EU. Was bei euch nicht in Kram passt, verstößt gegen eure Rechtsordnung. Ich hätte sie gern mal gesehen. So die Argumentation in Riga. Sputnik-Chefredakteurin Simonjan sprach in diesem Zusammenhang von unverhohlener Zensur. Irrsinn ist das, was wieder abgeht. Südtirol, Österreich. Die Anerkennung der Südtiroler als österreichische Staatsbürger und damit verbunden das aktive und passive Wahlrecht müsse politisch vorangetrieben werden, betonte FPÖ-Chef Strache Mitte März auf einer Podiumsdiskussion des Südtiroler Schützenbundes. Strache pochte dabei auf das Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass Südtirol und das österreichische Bundesland Tirol sich wieder vereinigen werden. Damit sollte dann eine Rückkehr der urdeutschen Region zum Staat Österreich erfolgen. Rom, Italien. Die italienische Küstenwache hat Dienstag mehr als 1400 Illegale im Mittelmeer aus Seenot gerettet und während 11 Einsätzen an süditalienische Häfen gebracht. Das Ministerium geht davon aus, dass die Asylantenzahl bei steigenden Temperaturen zunehmen wird. Seit Januar hat die Küstenwache rund 17.000 Illegale zwischen Sizilien und Libyen aus Seenot gerettet. Über 40% mehr als im Vorjahreszeitraum.
Dann frage ich mich aber trotzdem, wieso an allen Grenzen jetzt Kontrollen gemacht werden, wenn die Flüchtlinge doch alle auf dem Wasser unterwegs sind. Das ist schon wieder auch ein Ding. Die einen im Fluss, die anderen auf See. Zu was ist definitiv sind die Grenzkontrollen? Nach Polen, zur Schweiz, rein und raus und auch in Österreich werden wieder Grenzhäuschen gebaut, ganz nebenbei bemerkt. Kann man mal drauf rumdenken. Paris, Frankreich. Rückschlag für Frankreichs Präsidenten. François Hollande musste einräumen, dass er sein Vorhaben, Terroristen die französische Staatsbürgerschaft zu entziehen, nicht durchsetzen konnte. Damit verzichtet er auch auf seine geplante Verfassungsreform, die notwendig gewesen wäre, um den Gesetzesvorschlag zu ermöglichen. Berlin, Kreuzberg, Deutschland. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofu Oklu, hat die Pläne von Bundesinnenminister de Maizière kritisiert. Flüchtlingen keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis mehr zu geben, wenn sie nicht an Sprach- und Integrationskursen teilnehmen. Das ist der falsche Weg. Ab in die Türkei, Sofu Uglu. Deutschland. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 2015 um 9,9% auf 167.136 Fälle gestiegen, weist die bundesweite polizeiliche Kriminalstatistik für 2015 aus, die der Welt vorliegt und die heute auch über Mainstream gehört wurde von mir. Grund für den Zuwachs bei einigen Delikten: mehr Zuwanderer als je zuvor sind nach Deutschland gekommen. Dabei handelt es sich oft um Straftaten, Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylverfahrens- und Freizügigkeitsgesetz. Hier gab es eine Zunahme um 157,5% auf 402.741 Fälle. Stuttgart, Baden-Württemberg. Das Statistische Landesamt gibt offiziell 1,5 Millionen Ausländer im Ländle zu, darunter neu hereindrängende Asylanten wie plus 28.000 Syrer, 6.000 Iraker, 6.000 Kosovo-Albaner, 5.000 Afghanen, 2.800 Pakistani und 6.000 Schwarzafrikaner. Das ist aber höchstens die Hälfte der Wahrheit. Aber höchstens. Kann man mit Sicherheit mal reinnehmen. BRID Kommunen. Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland ohne Stadtstaaten wiesen 2015 in der Abgrenzung der Finanzstatistiken einen Überschuss in Höhe von in etwa 3,2 Milliarden Euro aus. Ja, wir wissen ja, für was sie ausgegeben werden. Die Überschüsse. München, Bayern. Süddeutsche Zeitung am 11. März 2016. Der Sexualkundeunterricht im Freistaat ist in der Moderne angekommen. Das Thema Geschlechterrollen und Identitätssuche war bisher auf klassische Familie und Homosexualität beschränkt. Dem wird ein eigenes Kapitel gewidmet, mit einem Imperativ an die Lehrer belegt. Aber Lehrer nur mit 2 E, Briefkastenlehrer wahrscheinlich. Die Vielfalt der Lebensformen und die Themen Hetero, Homo, Bi, Trans und Intersexualität werden dabei vorurteilsfrei von der Lehrkraft angesprochen. Anstatt rechnen und schreiben zu lernen, was gehen die kleinen Kinder überhaupt solche Fragen, solche Themen schon an? Auch so ein Gipfel, es muss einfach hier ein Ende finden, diese Idiotie. Die gute Nachricht. Treue, ein Felsen im Leben eines bekennenden Deutschen, welcher nicht zerstört werden kann. Treue und Ehrfurcht vor der eigenen edlen Nation, getragen von der Liebe zum Vaterland. Also eine reine Herzensangelegenheit. Wie schön kann sie zum Ausdruck kommen durch unsere wundervolle Muttersprache, alles Eigenschaften, die es zu bewahren lohnt, in dieser Zeit der Verdummung in großen Teilen der Gesellschaft. Uns, die zu dieser Art Erhaltung stehen, ist eine Ehre, Deutschland treu zu sein. Wir Verwurzelten unter den Halt- und Ziellosen. Lasst uns verpflichten, unser Deutschland zum Erwachen zu bringen. Sehr gut, würde ich sagen. Und die zweite gute Nachricht: sei bewusst bei dir, bleib bei dir und kehre immer wieder zu dir zurück, wenn du dich, dein Herz, wieder einmal verlassen hast. Je mehr du dich damit beschäftigst, was andere Menschen tun oder nicht tun sollten, desto weniger bist du bei dir selbst. Dann bist du nicht wirklich bei dir, sondern befindest dich in den Angelegenheiten anderer.
Übergib deinen Nächsten die Verantwortung für ihre Angelegenheiten und kümmere du dich liebevoll um deine. Und hierzu gehören auch deine inneren Reaktionen auf das, was andere tun oder nicht tun. Nicht das, was sie tun, ist für dich entscheidend, sondern die Art und Weise, wie bewusst oder unbewusst du denkend, fühlend, handelnd darauf reagierst, mit Mitgefühl oder Ablehnung, trennend oder verbindend, verurteilend oder verstehend. So, und das war's mal wieder für heute. Das Wochenende steht natürlich schon wieder vor der Tür. Schauen wir mal, ob das Wetter eventuell ein bisschen schön wird. Der Frühling sollte uns hier langsam mal ordentlich begrüßen. Wobei der Regen auch wichtig ist, ganz davon abgesehen. Schauen wir mal. Also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wünsche jetzt schon allen ein schönes Wochenende und verbleibe wie immer eure Conny vom Honigmann. Und tschüss, viele herzliche Grüße an alle.